Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Ihr seht es schon im Hintergrund hier, heute mal im Vollscreen-Modus. Denn es gibt heute ein absolutes Special. Man kann es nicht anders sagen, es gibt eine der wirklich, wirklich wenigen Momente, in denen ihr etwas bekommt, was ich sonst versuche, nach Möglichkeit so weit runter zu reduzieren, wie ich es irgendwie kann. Aber die jüngsten Ankündigungen rund um Jedi-Ritter Luke Skywalker haben mich jetzt tatsächlich dazu genötigt, dieses Video zu machen. Und nein, es hat nichts mit einem Abschied meinerseits zu, also von Galaxy of Heroes zu tun, sondern das hier, dieses Video, und das erwähne ich explizit und vorab, ein absolutes Mi-Mi-Mi-Video. Ja, also das, wo ich immer sage, so, ich mache kein Mi-Mi-Mi, in diesem Falle, es wird ein Mi-Mi-Mi-Video. Ich bin richtig pissed. Und jeder, der sagt, ich habe keinen Bock auf so eine Mi-Mi-Mi-Scheiße, der macht jetzt aus. Jeder, der gleich noch dabei ist, wenn ich hier loslege, und hinterher sich beschwert, immer dieses blöde Mimimi, dem springe ich ungelogen mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Ihr merkt schon, meine Stimmung ist gerade recht aufgeheizt und auch hier sei vorab erwähnt, dieses Video wird mit Sicherheit nicht nur einen Kraftausdruck enthalten, sondern es ist ungeschminkt, ungefiltert, meine Meinung zu Commander, nein, nicht Commander, zu Jedi Ritter Luke Skywalker und allem, was dazugehört. Also, wenn ihr Mimimi ertragen könnt oder wissen wollt, was ist, bleibt dran. Ansonsten bitte abschalten. Okay? Bis gleich. So, noch einmal hallo und herzlich willkommen für alle, die jetzt dabei geblieben sind und neugierig sind auf dieses Video. Es ist für mich eine persönliche Abrechnung mit dem Bullshit, den Capital Games in letzter Zeit mit uns Spielern hier veranstaltet. Und ich bin richtig, richtig, richtig geladen. Ich war verhalten, muss ich ehrlich sagen, als wir letzte Woche dieses Video hier bekommen haben, das Video, den Announcement-Trailer zu Jedi Ritter Luke Skywalker, und ich mir gedacht habe, wow, wie cool, endlich Jedi Ritter Luke Skywalker, ich warte seit knapp 5 Jahren auf diesen einen Charakter und wünsche ihn mir so sehr, und ich habe gedacht so, yes, es ist Luke Skywalker, es wird ein episches Happening, ein mega geiles Ding, das wird richtig cool werden. Und Jedi Ritter Luke Skywalker, das ist so für einige wie Han Solo, eine absolute Ikone, ja, etwas, was man nicht anfasst, etwas, was einfach so da ist, seit Jahrzehnten. Und auch genauso für mich ist Jedi Ritter Luke ein absoluter, ja, super duper Charakter. Ich liebe Jedi Ritter Luke Skywalker, von der ganzen Story und allem, was dazu hängt. Ist egal, ob was ihr sagt, ob ihr das neu so oder was auch immer. Ich finde ihn persönlich ziemlich geil und ich habe mir sehr viel erhofft von Capital Games. Und dann, nachdem das kam und es klar war, am Montag gibt es neue Informationen und ich gestern Abend im Discord noch hart gestritten und diskutiert habe über die Rolle von Luke Skywalker innerhalb des Star Wars Universums und ich vehement verteidigt habe, dass Luke Skywalker nichts anderes sein kann als eine galaktische Legende. Ich meine, wir reden hier von Luke fucking Skywalker. Derjenige, der quasi dafür gesorgt hat, dass die Macht zumindest bis Episode 7 wieder ins Gleichgewicht gebracht wurde, der dafür gesorgt hat, dass Darth Vader zurück auf die helle Seite zurückkehrt und den Imperator in einen Schacht wirft und ihn vermeintlich tötet. Dieser fucking Luke Skywalker ist
keine galaktische Legende? Are you serious? Kidding me? Capital Games, what the fuck are you doing? Ey, sorry Leute, ich bin richtig gepisst gewesen, als ich das gesehen habe. Aber okay, ihr merkt, wie gesagt, ich bin echt geladen. Okay, heute kam das Kit, beziehungsweise gestern kam das Kit, sorry. Gestern Abend kam das Kit und die Details dazu, was uns erwartet, nämlich in Form von, na, wo habe ich es hier? The Journey Continues for Luke Skywalker. Da steht dann drinne, okay, wann das Ganze ist und was das ist. Und zunächst einmal, ich finde es hervorragend, abseits von allem, was ich hier sage, ich finde es hervorragend, dass Jedi-Ritter Luke Skywalker eine Heldenreise bekommt. Das finde ich klasse, ja, weil er ist so ein ikonischer Charakter und so eine epische Reise über die Empire Strikes Back-Geschichte zu erhalten. Cinematisch hoffentlich, hoffentlich auch gut umgesetzt. Ich meine, wir haben es hier im Trailer, haben wir es so ein bisschen gesehen. Ja, Plätze Hoth, wir haben Dagobah hier, wir haben Bespin, haben wir hier verschiedene Stationen, die im Laufe dieser Hero's Journey mit Sicherheit durchlaufen werden. Das finde ich großartig, denn sowas hat er verdient. So, alles andere ist fucking Bullshit. Der Rest drumrum, alles was Capital Games mit dem Rest drumrum gemacht hat, ist doch totaler Crap. Zum einen, wir bekommen, also zum einen die Voraussetzung, Minimumvoraussetzung. Soweit kann man sagen, okay, das sind jetzt nichts, was unerwartet ist. Es ist klar, es ist Commander Luke Skywalker, braucht man natürlich dafür. Rebellenoffizierin Leia Organa, natürlich. Captain Han Solo, natürlich. Den Wampa, den Chewie, Darth Vader, 3PO. Das sind alles Charaktere, die im Laufe von Empire Strikes Back keine ungewichtige Rolle bei Jedi Luke gespielt haben. Deswegen ist das vollkommen klar, dass die da sind. Dass diese nun Minimum Reliktstufe 3 sein müssen, kann man drüber streiten. Ich persönlich hätte es wirklich besser gefunden, wenn sie gesagt hätten, recommended, also sprich, es wird empfohlen, dass diese Minimum Reliktstufe 3 sind, nicht erfordern Reliktstufe 3. Das heißt, wenn ich die Charaktere nicht unter Reliktstufe 3 habe, kann ich da gar nichts machen. Null. Nichts. Nada. Niente. Ich kann nicht mal reingucken und es versuchen. Und dieselbe Diskussion hatten wir bereits bei Darkside Geonosis und Lightside Geonosis. Da war genau dasselbe. Und Capital Games hat diese mit dieser GM-Restriktion damals sich rausgeredet und hat gesagt, so ja, wir wollen verhindern, dass diejenigen, die nicht in dieser Schwelle sind, frustriert sind, wenn sie es versuchen und nicht scheitern. Und dabei scheitern und diesen Frust wollen wir ihn vermeiden. Deswegen setzen wir die Anforderungen so hoch. Okay. Konnte ich noch halbwegs verstehen, dass man sagt, naja gut, okay, dann ist das halt so. Sind sonst unnötig verbraucht, man will Spielern Frust ersparen. Okay. Requirements innerhalb der von Geonosis. Okay. Event Requirements. Okay, dass Events richtig sackenschwer sind. Okay, dass man dann scheitert. Ich habe es selber gemerkt bei General Skywalker. Ja, da war Recommended mit R3. Das hat man uns vorher nicht gesagt. So, jetzt haben sie dieses hier rausgehauen. Und ich dachte mir so, Leute, ernsthaft? Reliktstufe 3 auf diese Charaktere. Commander Luke Skywalker? Okay, hat man wahrscheinlich vielleicht schon. Chewie hat man. Vader kann man haben. 3PO. Hermit Yoda? Möglicherweise. Aber bitte, Rebel Officer Leia Organa, Captain Han Solo und Lando Calrissian auf Reliktstufe 3. Must have. Und dann der on top mit dazu. Drei verfickte Tage Vorlaufzeit für dieses Event. 3 Tage. Sag mal, spinnt ihr? Sag mal, wie geldgeil kann man sein, so einen mega Bullshit abzuziehen? Es sind 3 verfickte Tage Vorbereitungszeit. Um das zu machen, ist es klar, warum die das machen. Natürlich ist das klar. Die wollen jetzt ihren Reliktkram richtig hochpushen. Und nicht ohne Grund sind mit diesem Update jetzt zig wieder Packs online gekommen. Zig Packs. Naja, zig ist übertrieben, aber ganz, ganz viele Packs.
Und alles Mögliche ist wieder da, ne? Also, wir haben ein Hoth-Bundle, wir haben einen Meister der Hellen, einen Corellia-Piloten-Bundle, Lando Calrissian-Bundle. Natürlich haben wir jetzt lange Zeit hier irgendwelche Relikt-Bundle und allen möglichen anderen Blödsinn. Ist okay, Pakete, um den Leuten dafür zu sorgen, dass das geht. Was grundsätzlich in Ordnung wäre, auch 28 Euro, möchte man meinen, okay. Und dann habe ich reingeguckt und habe festgestellt, Kauflimit 1, ein Paket für 28 Euro, ein Paket. Und ich bekomme 15 Splitter für Rollo, 20 Splitter für den Captain Hahn und das könnt ihr gerade nicht sehen, 12 Splitter für den Wampa. So wenig? Ernsthaft? Und dafür 28 Euro? Ich krieg den nicht mal unlocked, den Charakter. Mit dem ganzen Scheiß. Und es gibt keine andere Möglichkeit, es zu kaufen. Mit 3 Tagen Vorbereitungszeit. Hier. Was stimmt bei euch nicht, Capital Games? Was zum Henker ist bei euch im Hirn falsch gepolt, so einen Scheiß zu machen? Das ist eine Klatsche ohnegleichen für jeden Star Wars Fan, der auch nur ansatzweise auf Luke Skywalker gewartet hat. Das ist... Ich check es nicht. Ich checke es einfach nicht. Natürlich kommt es jetzt, weil wir haben den 16. Juni. In 2 Wochen, in 14 Tagen, ist das finanzielle Quartal für Capital Games zu Ende. Und ich habe es in meinem letzten Video spekuliert, dass wir ihn Richtung September bekommen, um die Quartalszahlen für das dritte Quartal nach oben zu schrauben. Dass die jetzt allerdings schon so dermaßen nötig das Ganze haben, dass sie die Quartalszahlen für dieses Quartal schon hoch pushen müssen. Damit hätte ich nie gerechnet. Niemals, never, ever. Und zumal, noch einmal, ich wiederhole, wir reden von Jedi Ritter Luke Skywalker. Dem Luke Skywalker. Der Luke Skywalker, der quasi in einer gut späteren Version den Kylo Ren ausgebildet hat, der Rey ausgebildet hat, der die mit so in die Tasche stecken würde. Und er ist nicht mal eine galaktische Legende. Und in Episode 7 wird sogar noch gesagt, dass Luke Skywalker, den kennt jede Socke, sogar ein kleiner Pups irgendwo mitten im Outer Rim, kennt Luke Skywalker. Wer ist denn bitte sonst eine galaktische Legende, wenn nicht er? Wer? Erklärt mir das. Und dann nur ein Held, der da nicht mithalten kann? Okay, sie sind konsequent, sie sagen, es ist keine galaktische Legende, sondern nur ein Held, deswegen kann er nicht damit mithalten. Das ist okay. Ich habe gesagt, nichts kann stärker sein als eine galaktische Legende, aber bitte, Luke Skywalker? Hä? Und dann das Kit dazu rauszuhauen, was für sich ein sehr schönes Kit ist. Also ich finde, das Kit an und für sich ist eine sehr, sehr schöne Sache. Bis auf so eine Kleinigkeit. Auch hier. Ich muss einfach meckern. Es ist Mimimi. Das ist mir vollkommen klar. Ich muss das aber gerade einfach rauslassen. Es muss einfach raus. Excluding Old Republic Jedi. Es gibt keinen logischen Grund, Jedi von Jedi zu separieren. Keinen logischen Grund. Es gibt nur einen Grund. Und diesen haben sie sogar in den Developer Insights beantwortet. Denn es gibt hier unten die FAQ, Why doesn't Jedi Luke interact with Old Republic Jedi? Das ist eine gute Frage. We wanted to keep those already existing Jedi and bla 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 bla. Also auf gut Deutsch, sie wollten Jedi Ritter Revan Teams nicht auseinanderreißen. Deswegen haben sie gesagt, nee, wir behalten die Old Republic Synergie, behalten wir dabei. Und deswegen, damit ihr die nicht auseinanderreißt. So. Also überlegen wir nochmal kurz. Aus was für Charakteren besteht ein Old Republic, ein Jedi Old Republic Team? Jedi Ritter Revan, Bastila Shan, Jolie Bindu, General Kenobi? Hä? Old Republic? Ich glaube nicht. Großmeister Yoda? Ich glaube nicht. So, wir haben 2 Charaktere, 2 Schlüsselcharaktere für ein Old Republic Jedi-Team. Und dann gucken wir, was haben wir denn Recommended Synergies? Na, da passt ja noch. Moment.
Synergien mit General Kenobi und Großmeister Yoda? Aber wir wollen doch keine Jedi-Revan-Teams auseinanderreißen, deswegen gibt's doch keine Synergie mit der Old Republic. Wir wollen die ja nicht auseinanderreißen. Hä? Wirklich? Das ist... Okay, das andere ist, und das ist der wirklich einzige Grund. Sie haben festgestellt, dass während dem Testen der Balance, dass das Erlauben von Old Republic Jedi zu Effekten geführt hat, die die Balance, so wie sie sie geplant haben, vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht hätten. Auf gut Deutsch, ein Charakterkit, ja, das nach Jedi Ritter Revan konzipiert wird und eine pure Synergie mit Jedi besitzt, führt zu unerwarteten Balance-Effekten. Hä? Wie soll das... Es ist ein Kit. Es ist klar, dass was Jedi Revan kann. Und dann konzipiere ich doch ein Kit so, dass genau das nicht passiert. Egal, ob er dabei ist oder nicht. Oder sie merken einfach, sie haben mega Bullshit gemacht mit dem Kit von Jedi Revan. Dass das so extrem krass mit Jedi ist. Das ist ja... Also hinterher zu festzustellen, oh... Das war doch jetzt irgendwie ein bisschen zu stark. Und wenn wir da jetzt was reinmachen, dann könnte es passieren, dass Jedi Ritter Luke in Kombination mit Jedi Ritter Revan vielleicht so stark ist oder noch stärker ist als eine galaktische Legende Rey oder Kylo Ren. Na und? Na und? Ich meine, Revan ist keine galaktische Legende. Ist auch nie in der Galaxis bekannt gewesen, genauso wenig wie Luke Skywalker. Deswegen dürfen die natürlich nicht Synergien haben. Na, weil klar, Luke Skywalker hat ja auch niemals mit der Old Republic was zu tun gehabt. Ist ja schließlich auch Imperiumszeit, ne? Aber warte mal. General Skywalker? Grandmaster Yoda? General Kenobi? Das ist total schön. Es ist großartig, dass sich Capital Games in aller Regelmäßigkeit selbst ein Bein stellt und man ganz genau merkt, was hier abgeht. Und es ist ganz furchtbar und ganz schrecklich. Und es ist un... Oh, ich breche ins Essen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wenn ich sowas lese, dass sie hinterher, nachdem alles schon gewesen ist, dann feststellen, der könnte vielleicht doch stärker sein als gedacht. Dann müssten wir die anderen entweder buffen oder ihn nerven. Na, das wollen wir nicht, deswegen machen wir einfach keine Old Republic mit dazu. Na, das ist ab. Aber passt schon, wir wollen ja nicht, dass die galaktischen Legenden, die uns tonnenweise Kohle einspülen, auf einmal, ne? Und so weiter und so fort. Dazu kommt tonnenweise Kohle, die sie jetzt durch Luke Skywalker dazu bekommen, weil Panic Farm hoch 10. Und das alles, wenn ihr jetzt bis hierhin durchgehalten habt, ist total super. Und ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Aber ich möchte einen gewissen Bogen schlagen. Sonst geht mir das hier durch. Also, diese Charakterankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, der günstig-ungünstig liegt. Wie gesagt, zum einen, der günstige Zeitpunkt ist natürlich Quartalsende. Das ist ein ganz glücklicher Zufall, dass jetzt gerade so ein Charakter kommt. Natürlich kommt dann auch der günstige Umstand dazu, dass die Community aktuell richtig pisst auf Jedi Luke, genau. Auf Capital Games, ist wegen dieser ganzen Arnold-YouTuber-Geschichte. Und ich werde jetzt auch nicht noch mehr dazu erzählen. Das habe ich am Samstag mit dem guten Karadrik schon lange und ausdauernd gemacht. Und jeder, der das wissen möchte, ich verlinke das gerne unten in die Videobeschreibung. 4 Stunden Stream, kann man sich ganz gut angucken. Da haben wir mal ein bisschen mehr gemacht und da sind selbst mir einige Augen aufgegangen. Auf jeden Fall, es ist die Kacke am Dampfen bei Capital Games. Wir warten seit Wochen auf eine Road Ahead. Es wurde ein Raid pausiert wegen richtig geilem neuen Content.
Die Galactic Legends sind ein Griff ins Klo, was den Content angeht. Das ist kein Content. Schere, Stein, Papier ist kein Content. Es ist Grind. Epic Grind. Zur Beschäftigung. Nichts anderes. Null. So. Und da geht die Community mittlerweile. Wir warten auf diese Road Ahead. Wir wollen wissen, was weiter passiert. Und Capital Games tut nichts. Gar nichts. Keine Kommunikation. Null. Kein Statement. Wir wissen nichts. Und wenn in dieser Road Ahead nichts Geiles drinsteht, dann wird das eine Rage-Quit-Welle lostreten. Die wird Capital Games noch nie gesehen haben. Hundertprozentig. So oft, wie ich gehört habe, wenn in der Road Ahead nichts drinsteht, dann bin ich weg. Diesen Kommentar habe ich mindestens 50 Mal gehört. Mindestens. Und sorry, es ist irgendwann einfach genug. Und im Rahmen dieser Diskussion kommt Jedi Ritter Luke Skywalker und auf Reddit ist alles explodiert. Alles. Und dann habe ich das Schönste gefunden und auch ich möchte euch das auch hier nicht vorenthalten. Ich habe es am Samstag im Livestream gezeigt und ich möchte es auch hier zeigen. In case of emergency, break glass. Lasst es auf euch wirken. Es könnte nicht treffender sein. In dem Moment, in dem die Diskussion rund um Account-Ban, egal ob gerechtfertigt oder nicht, diese Diskussion, Thema ist gerade durch, aber es kocht in der gesamten Community hoch und runter und die Leute werden immer unzufriedener und dann kommt der Joker. Jedi Ritter Luke Skywalker, der Joker für Capital Games. Sie wissen ganz genau, wenn dieser Charakter kommt, dann verstummen alle kritischen Stimmen, denn es ist Jedi Ritter Luke Skywalker, auf den alle warten. Es ist der Charakter. Und dann kommt das dabei raus. Ein Kit, das gut ist, das schön ist, das super ist. Eine Hero's Journey, die vollkommen zu Recht vorhanden ist, dass Jedi Ritter Luke eine solche Journey bekommt. Aber ich wiederhole gerne noch einmal, es geht um Luke fucking Skywalker, neben Darth Vader, die Legenden ihrer Zeit, galaxisweiten Legenden. Dagegen sind Rey und Kylo Ren kleine Babys. Das sind Fußnoten am Rande der Geschichte. Luke Skywalker und Darth Vader stehen galaktischen Legenden nichts nach. Nichts. Im Gegenteil. Sie sind eigentlich die Definition von galaktischen Legenden, genau wie Jedi Ritter Revan, der seinerzeit in der Old Republic genauso für galaxisweite Veränderungen gesorgt hat. Galaktische Legenden, genau das sind sie. Und nicht Rey und nicht Kylo Ren. Und dann kommt der als Joker, als letzter Trumpf für Capital Games, um zu versuchen, die Community irgendwie so ein bisschen mundtot zu machen und nach nichts anderem schreit. Das schreit alles danach. Alles. Wirklich. Die ganze Situation schreit nach. Ich habe keinen Bock auf ernsthafte Diskussionen, deswegen schmeißt ihr euch einen neuen Charakter, noch eine Paywall, noch einen Charakter hinterher, damit ihr beschäftigt seid und bloß nichts mehr sagt, weil jetzt kriegt ihr ja den Charakter, den ihr schon so lange haben wollt, nämlich Jedi Ritter Luke Skywalker. Und das ist so traurig. Das ist wirklich schade. Es ist wirklich, wirklich, wirklich traurig, dass Capital Games zu solchen Maßnahmen irgendwie greifen muss, um jeglicher Kommunikation aus dem Weg zu gehen, um sich jeglichen kritischen Stimmen quasi zu entledigen, um bloß nichts sagen zu müssen. Bloß nichts sagen zu müssen. In den Q&A-Runden auch nichts. Keine Beantwortung von Fragen bezüglich kritischer irgendwas. Nichts. Wirklich gar nichts. Capital Games, das Einzige, was sie tun, noch mehr Charaktere, noch mehr Paywalls, noch mehr Kram. Und für alle, die jetzt sagen, na, wenn du so einen Brass hast, so einen Hass hast, warum hörst du nicht einfach auf? Und auch diese Frage habe ich mir bereits mehrfach gestellt. Soll ich aufhören oder soll ich nicht aufhören? Ich bin ein Mensch, ich differenziere gerne und ich unterscheide auch. Ich mag auch Tom Cruise als Schauspieler, als Person was anderes, wo alle sagen, oh, Scientology. Ich finde die schauspielerische Leistung gut. Genauso finde ich grundsätzlich Star Wars Galaxy of Heroes ist ein sehr schönes Spiel und ich spiele es gerne und es macht mir Spaß. Das ist der Grund, weshalb ich es spiele. Deswegen muss ich trotzdem die Praktiken der Firma, die sie entwickelt, die dieses Spiel entwickelt und betreibt, nicht
gut finden und ich unterstütze es nur indirekt durch diesen Kanal, nicht mit Absicht. Und das ist der Grund, weshalb ich es immer noch spiele. Es hat nichts damit zu tun, weil ich damit Geld verdiene. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie hier mich dabei rausstellen möchte oder sonst irgendwas. Ich habe schlichtweg an dem, was gerade im Moment im Spiel für mich persönlich los ist, Spaß und deswegen spiele ich. Trotzdem finde ich den Kram vollkommene Frechheit. Absolut unter aller Kanone. Wirklich echt dreckig. Und ich werde nicht aufhören deswegen. Und ja, das ist, ja, ich glaube, jetzt habe ich 20 Minuten geredet. 25 Minuten, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Chapeau, Respekt. Vielleicht könnt ihr verstehen, weshalb ich so reagiere, wie ich reagiere. Und vielleicht war das halbwegs logisch. Ich habe keine Ahnung. Aber es war mir wichtig und für mich persönlich notwendig, das mal loszulassen. Entweder ihr gebt mir dafür ein Like und sagt, jawohl, ich stimme dir zu. Oder ihr sagt, hör auf mit dem Bullshit, lass es sein. Gebt mir ein Dislike. Und ansonsten, ja. Mir ist es egal in dem Falle. Ich musste mal meine Meinung sagen. Und jeder, der sagt so, warum machst du das? Nur weil du es kannst. Irgendwie hat jeder sein Ventil. Meines ist jetzt gerade das. Ich musste mal was loswerden. In diesem Sinne, bevor ich noch mehr quatsche und noch mehr Blödsinn mache, sag ich lieber, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen ertragen können. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier bei Star Wars Galaxy of Heroes. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Simme. Stay tuned. Ciao.